would you do if you saw me at the red light and I honked my horn at you and we made eye contact and I said to you, what's up, baby girl? Naja, das allererste, was ich mich fragen würde, ist, ob du beim Reden eventuell ziemlich sabberst. Denn wenn man sich so sehr über die Lippen leckt, dann wird das wahrscheinlich einen Grund haben. Des Weiteren würde ich sehr wahrscheinlich bei dir einen sogenannten Chicago Sunroof durchführen. Wer nicht weiß, was das ist, der kann natürlich gerne einmal googeln. Ansonsten muss ich sagen, ein wirklich wunderschöner junger Herr. Beim Friseur hat er dann wohl nur für die Kontur der Haare Geld ausgegeben. Beim Bart war dann wohl leider Schluss mit dem Geld. Also gibt es tatsächlich echt Leute, die sowas als lustig empfinden? Selbst als 11-jähriger Bube würde ich mich da fremdschämen. Und selbst wenn, ich kenne ASMR eigentlich nur als Sache von Frauen für Kerle, die dabei ein wenig ihrem kleinen Freund die Hand schütteln. Aber so haben wir scheinbar auch was Neues gelernt. Where are my crazy, sexy and luscious fucking Juggalette mutuals? Hit me up! Also für die Leute, die das nicht wissen, und ich muss gestehen, ich musste das tatsächlich auch googeln. Sogenannte Mutuals sind Leute, die sich gegenseitig folgen bei TikTok. Neben der Tatsache, dass dieses Video schon Fremdscham an sich auslöst, ist es dann noch ein bisschen komischer, wenn man nach seinen komischen Followern bettelt. Aber naja, wenigstens hast du dich mit diesem kurzen Sprung einmal sportlich betätigt. Eigentlich ist das schon ein bisschen traurig, wenn man als Frau scheinbar so unattraktiv ist, dass keiner mit einem schlafen möchte. Versteht mich nicht falsch, ich meine, es gibt natürlich genug Frauen, die einfach nur innerhalb einer Partnerschaft mit jemandem schlafen, was ja auch vernünftig ist. Aber wenn man so ein Quatschvideo hochlädt, dann weiß man auch ganz genau, dass diese junge Dame auch außerhalb ihrer Partnerschaften sehr gerne mal einen wegstecken lassen würde. Irgendwo ist es aber auch ironisch, weil du dich damit richtig schön selber verarscht. You know what I think? I think you're a fucking fat, just like you. Ich musste das ganze Wort leider rausschneiden, weil es auf YouTube nicht erlaubt ist. Aber an sich kann ich hier nur eins machen, und zwar sagen, dass du eine dumme bist und dieses Kind mir furchtbar leid tut und du für ein paar Follower auf TikTok einfach eine dumme geworden bist. Und ich wünsche mir tatsächlich wirklich, dass du dadurch irgendwelche Probleme kriegen wirst. The origin story of how we met. We met at an anime convention. In Los Angeles. And she was walking by, and she was holding a cup of to-go ramen. And he wanted to slurp my leftover ramen. And that's not all that I wanted to slurp. And then I asked for her Instagram. And now it's my pookie! Embarrassing me. Okay. Okay, ich muss zugeben, das hier ist noch viel mehr beschämender als dieser ASMR-Typ. Stellt euch einfach mal vor, dass diese beiden Kreaturen miteinander Geschlechtsverkehr haben und sich möglicherweise sogar vermehren. Können wir bitte als allererstes diese Anime-Convention, wo sie sich kennengelernt haben, sofort verbieten und nie wieder eröffnen? Außerdem, diese gespielte Lustigkeit ist sowas von unlustig. Ich kann mir vorstellen, dass selbst 10-Jährige euch gucken werden und sich dabei an den Kopf fassen. Aber in der heutigen Welt kann ich mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich sehr viele Follower habt und dass wirklich einige degenerierte Menschen super lustig finden. Ich kann einfach nur hoffen, dass ihr beiden wisst, wie man vernünftig verhütet. Swagger Jagger, Swagger Jagger, you should get free of your own. We don't need your money, I forget no. Swagger Jagger. Schwabbelbabbel, Schwabbelbabbel, bist du wieder aus der Irrenanstalt geflohen? Schwabbelbabbel. Schwabbelbabbel. Bitte nimm nie wieder irgendwas mit deinem scheiß Handy auf. Miau, 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 miau. 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 Warte mal, was hast du gerade über meine Mutter gesagt? Ich fordere dich hiermit zu einem Katzenkampf heraus. Aber ohne treten, bitte. Show your face if someone touches your man. Ja, da ich leider gerade spontan Durchfall bekommen habe, kann ich euch meine Antwort leider nicht geben. Ich lasse aber diesen Kollegen hier für mich antworten und komme gleich wieder. Ja,
ist schon sehr, sehr interessant, dass man einfach nichts kann, außer seine dummen Titten in die Kamera zu halten und sich dabei dann für was Besseres fühlen als alle anderen. Das Schlimme ist, dass man damit leider heutzutage Erfolg hat. Aber das reicht dann auch für mich heute, denn ich habe keine Lust, mein Gehirn komplett zu verlieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss!